Bonjour mes amis, in meinem Atelier. Oh, das Bild ist immer noch da, das ist natürlich scheiße. Okay, wir haben letztes Mal dieses Bild immer noch nicht verkauft. Ich hoffe, heute ist ein besserer Tag. Heute kommen bestimmt die Leute, die meine Kunst zu schätzen wissen. Und ich habe euch gefragt, welche Bilder ich als nächstes malen soll. Und da kamen auch einige Sachen rein. Der heißt immer noch Pink, aber ich lasse es trotzdem erstmal da. Denn der ist süß. Dann habe ich wenigstens ein Bild, das ich vielleicht irgendwann mal verkaufen kann. Und als allererste Sache kam von Carly Braun erstmal. Ja, wie sollte das anders sein bei Carly Braun? Er ist halt ein totaler Schnabeltier-Fan. Ich soll ein Schnabeltier malen. Und von daher malen wir einfach mal ein Schnabeltier. So, und ein Schnabeltier. Welches Schnabeltier ist natürlich das bekannteste und berühmteste? Richtig, das Schnabeltier aus Phineas und Ferb, habe ich mir gedacht, malen wir jetzt einfach mal. Dafür müssen wir hier jetzt erstmal so ein bisschen Rasen hinmachen. Und dann ist das ja quasi einfach nur so ein, ja, türkisblauer Klecks, Klumpen, was auch immer. Der kommt hier dann hier hin, so ein kleiner Klumpi-Klumpi, so ein bisschen oval, vielleicht ein bisschen, ich weiß immer nicht, ob das rechteck oder ein Quadrat ist, ich bin mir da immer nicht so sicher, aber auf jeden Fall so, wie es jetzt ist. Und dann hat es natürlich noch kleine Beinchen, da einer und hier vorne auch natürlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Ende vielleicht doch eine Kuh wird oder so. Tiere malen ist immer sehr, sehr schwer, finde ich. Dann hat es hier vorne, glaube ich, oh Gott. Noch so ein paar Haare. Haare malen bin ich auch richtig der Profi drin, Leute. Und jedes gutes Schnabeltier hat natürlich auch... Oh nein, das ist jetzt genau die Hintergrundfarbe. Das ist schlecht. Okay, ich muss dann seinen Schwanz, seinen Biberschwanz, so ein bisschen dunkler machen, als ich den eigentlich machen wollte. Aber das ist okay. Denn ein Schnabeltier ist ja an sich nichts anderes als ein Biber und... Ja, eine Ente? Würde ich einfach mal sagen. Eine Mischung aus beidem. Dann hat der hier noch so ein X... Damit man erkennt, yo, das ist ein Biber. Und als gute Ente, als Schnabeltier meine ich natürlich, hat der natürlich auch so richtig tolle Watschelfüßchen. So, vorne vielleicht auch. Zack. Oh, wie sieht das aus? Watschelfüßchen. Jetzt sieht das aus, als wenn er Kartoffeln anhätte. Aber das ist okay. Und einen Schnabel hat er natürlich auch, sonst wäre es ja kein Schnabeltier. Ich glaube, den Schnabel können wir in Orange machen. Das sieht vielleicht ein bisschen cooler aus. So, Schnabel. Ist schon zu erkennen, oder? Ich finde, das ist zu erkennen. So, dann kriegt er natürlich noch wieder zwei große Augen. Und Perry ist ja ein bisschen ein komisches Schnabeltier. Deswegen machen wir die Augen auch richtig schön bescheuert. Und dann muss er natürlich so richtig bescheuert gucken, so ein bisschen Derpy-mäßig. Schön große Augen, zack. Und schön in die andere Richtung noch gucken, damit auch der Derpy-Effekt so ein bisschen rauskommt. Ja, finde ich ganz gut. Finde ich ganz gut. Noch ganz kleine Pupillen da rein. Ich bin Perry, das Schnabeltier. Ich weiß gar nicht, ob er einen Mund hat. Kann man hier noch irgendwie einen Mund reinmalen? Vielleicht so. Ja, guckt er noch ein bisschen glücklich. Ja, doch, das unterstreicht es. Der Mund unterstreicht auf jeden Fall, dass er so ein bisschen Derpy drauf ist. Ja, das wäre es eigentlich schon. Ich bin schon recht zufrieden damit. Wir können vielleicht noch ein paar Akzente in den Hintergrund reinpacken. Ja, hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen. Hintergrund immer als erstes malen, Leute. Das ist ein sehr guter Tipp, wenn ihr Künstler werden wollt. Das ist natürlich dieselbe Farbe wie der Schwanz. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ah, das sieht alles komisch aus hier. Ah, mit dem Hintergrund habe ich das jetzt ein bisschen blöd gemacht. Dann kommt hier noch so ein roter Klecks hin. Einfach um ein bisschen Farbe reinzubringen. So, da hat jemand was hingeschrieben, nämlich sexy. Ja, das ist unser erstes Bild. Das ist von Carly Braun. Für Carly Braun von Dizzy. So, und ich nenne es natürlich Perry das Schnubbeltier. Perry das Schnubbeltier. So, das werden ihr wohl mehr mögen. Finde ich gar nicht so schlecht. Und auch dieses Mal wieder, wenn ihr wieder Ideen habt, was ich beim nächsten Mal dann malen soll, dann gerne in die Kommentare damit. Dann gucke ich da einfach mal rein und versuche dann das Beste daraus zu machen. Na, willst du meinen Perry kaufen? Perry? Die mögen das Bild echt alle nicht. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich einfach verkaufen sollte. Oh, Entschuldigung. 199. Ist nicht so schlecht, ne? Aber wir lassen es erstmal da. Ich möchte erstmal ein paar Bilder hier haben. Von daher, wir behalten unser nächstes Bild. Und zwar wollte da die Nikoru. Ihr Name stand da zwar nur in Japanisch, aber zum Glück kann ich ja Japanisch ein bisschen. Und die wollte, dass ich abstrakte Kunst male. So. Und das ist jetzt ein bisschen schwer, denn abstrakte Kunst ist ja eigentlich einfach nur das Abstrahieren von Gegenständen, also so eine gegenstandslose Kunst. Also Kunst, die es eigentlich gar nicht, oder Sachen, die es gar nicht gibt, soll man malen. Und das ist halt immer so eine Sache, da muss man schon sehr kreativ sein. Und wie ich das immer gerne mache, ist einfach, dass ich ein paar Punkte überall hinsetze. Die können auch gerne in verschiedenen Farben sein. Einfach irgendwo aufs Blatt, ist vollkommen egal wohin. Blub, 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 blub. Und die dann am Ende einfach verbinden und gucken, was passiert. So, wir haben hier jetzt zum Beispiel einen Punkt. Und dann gehen wir einfach darüber, dann so. Dann gehen wir dahin und verbinden die einfach alle so ein bisschen miteinander.
Guck, da haben wir schon unsere erste Figur. Bei der abstrakten Kunst kann man ja auch gerne mal so ein bisschen über die Linien rübergehen. Das macht gar nichts aus. Zack. Und jetzt haben wir schon zwei solcher komischen Klumpen. Jetzt können wir mal gucken, was wir daraus machen können. Ich erkenne hier zum Beispiel so ein bisschen einen Wal draus aus dem unteren Teil. Und das hier ist auch ein Kopf. Das ist doch auf jeden Fall ein Kopf. Guck mal, wenn ich hier jetzt ein Auge reinmache, dann kann man doch schon sagen, dass das quasi so ein bisschen ein Hund ist, oder? Oder irgendein ein Wesen, das zumindest reden kann oder so. Wir geben dem nochmal eine Zunge hier irgendwie, so ein bisschen zumindest. Es soll ja auch trotzdem abstrakt bleiben, ist die Sache. Ja, könnte schon. Könnte ein... Oh, ich hab... Ja, okay. $2 hier, bitteschön. Kauf Perry, ist mir egal. Wir können daraus einen Meerjunghund machen. Wäre das eine Idee? Wenn wir die hier einfach nochmal verbinden, dann ist das ja quasi schon ein Meerjunghund. Guckt euch das an. Du hast ein neues Werkzeug bekommen. Oh, hier, guck mal. Ein Pinsel. Was macht der denn? Nee, ein Spray. Ich habe ein Spray bekommen. Was macht das denn Cooles? Ah, es sprayt. Wer hätte es gedacht? Oh, wie in diesem alten Paint. Im alten Paint hatte man auch immer sowas. Oh Gott, aber wie kann man denn damit umgehen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir machen auf jeden Fall einen Hund, der ein bisschen auch wie eine Meerjungfrau ist. Dafür müssen wir hier erstmal ein bisschen schwarz machen und hier unten muss das natürlich auch blau sein, denn Meerjungfrauen sind, glaube ich, am unteren Teil ein bisschen blau. So, ich hätte hier gerne so eine Art Krawatte. Dann ist das ein Meerjunghund mit einem Anzug an. Was hat er dann hier oben noch? Das kann entweder weiß bleiben oder wir machen es... Wir brauchen so ganz viele Farben. Vielleicht können wir das so ein bisschen Hautfarben machen. Das sieht bestimmt auch ganz gut aus, dass das halt wirklich so ein Anzug ist, den er anhat. Und sein Kopf muss natürlich braun werden. Ich weiß nicht, ob das immer noch abstrakte Kunst ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und ich hätte vielleicht den Hintergrund als erstes malen sollen. Das wäre vielleicht ein bisschen besser geworden. Aber wir können den Hintergrund ja ein bisschen abstrakt machen. Wenn wir hier einfach überall so Abschnitte machen, ganz willkürlich, einfach irgendwo hin, dann können wir die ja in ganz vielen verschiedenen Farben machen. Und dann ist das auch schon irgendwie abstrakt, oder nicht? Bin ich der beste Abstraktkünstler? Ich glaube, ich bin eher der handwerkliche Künstler. So, siehst du mal, und die malen wir jetzt alle einfach aus. Schade, dass wir kein Ausmalwerkzeug haben. Das fände ich nämlich noch immer richtig gut. Einfach in allen möglichen Farben ausmalen. So, jetzt ist der Hund nicht mehr so gut zu erkennen, aber das ist ja wohl abstrakte Kunst, oder? Ich finde das gut. So, sieht gar nicht so schlecht aus. Könnte abstrakte Kunst sein. Wie gesagt, einfach mit diesen Malen nach zahlenmäßigen Konstrukt und ich nenne es Doggo Abstracto Busto Gusto. Doggo Abstracto Busto Gusto. Ja, das klingt gut. So, das wird denen auch gefallen. Dieses Bild mögen die halt leider gar nicht. Der Typ besitzt keine Energie, langweilig. Ach komm schon. Die mögen jetzt beides nicht, oder was? Ja, hallo, da habe ich mir voll Mühe gegeben. Kann ich bitte dieses Bild hier nehmen? Typ, geh weg. Ich will das wegschmeißen. Lass mich dieses Bild wegschmeißen. Danke. So. Mein komischer... Oh, 452? Was? Also mein Fleischklumpen habe ich jetzt erstmal weggetan, weil den mochten die ja wirklich. Dieser Künstler scheint etwas von seinem Handwerk zu verstehen. Guck mal, das gefällt ihnen richtig. Oh, abstrakte Kunst ist ja richtig gut. 400 fucking 52? Ja, nimm. Gerne. Krass. Jemand ist auf Passepartouts Arbeiten aufmerksam geworden. Oh, ich werde hier betrachtet. Ob dann bald ein Kritiker kommt, ob ich bald berühmt werde, werde ich als Passepartout endlich bald berühmt? Diese und alle anderen Antworten zu diesen Fragen beim nächsten Mal bei Passepartout. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein.